Und damit willkommen zurück, Freunde der Fantasiewelten. Willkommen zu einer neuen Folge. Willkommen zu der allerersten Prüfung. Darauf freue ich mich besonders schon, denn schon bald können wir die erste Beschwörung unsere eigenen nennen können. Bis es allerdings soweit ist, muss ich erstmal ein bisschen Smalltalk betreiben. Das machen wir jetzt mal. Hey, you! You were attacked by Sin, right? Recently, was it? I think so. So, Sin can't be far, right? You're not hiding anything, are you? Why would I? If Sin's nearby, it'll attack the island for sure. But it hasn't. I wonder why. I'm sorry. I really don't know anything. To tell the truth, I don't even know what the Crusaders are. You're kidding, right? Sin, the toxin. Gotta tell him who we are. Yes, sir. Genau, erklär mal, Gata. Crusaders are sworn to battle Sin. We have chapters throughout Spira, accepting all who wish to join our struggle. The hero Mihen formed the Crusaders 800 years ago as the Crimson Blades. Later, our ranks grew and we called ourselves the Crusaders. We've been fighting Sin ever since. What? You've been fighting 800 years and you still haven't beat it? Ja, gute Frage. Well, we've steered Sin away from towns many times. And that's all we can do. Nobody's ever been able to defeat it. Our mission as Crusaders is to protect the temples, towns, villages, and people of Spira. So, then whose job is it to defeat Sin? Is Sin's toxin really this bad, sir? It does seem rather bad. We could just tell you, but I think it better for you to try and remember. Go pray at the temple. Perhaps Yevon will help you regain your memory. Alles klar, das machen wir dann auch. Das Albed-Lexika habe ich hier gefunden. Genau, dann können wir weiter. Und ich meine, hier müssten wir noch rein. Genau, hier ist nämlich Wacker. Go present yourself to the temple summoner before we eat, yeah? Ah, er sagt's auch schon. Wir müssen erstmal einen Tempel. Stempeltempel. Genau, und da sind wir, in einem von vielen Tempeln. Hier wird gebetet, was das Zeug hält. Oh. It was then, standing in that place. I began to realize how different this world was from my own. Okay. Ten years have passed since Lord Braska became High Summoner. And finally, we receive a statue for our temple. Well, what's a high summoner? I got too close to Sin's toxin. It was funny hearing myself make the same excuse over and over. Funny. And a little sad. The summoners are practitioners of a sacred art, sworn to protect the people of Yevon. Only a chosen few become summoners, who call forth entities of great power, the Aeons. The Aeons hear our prayers and come down to us. They are the blessing of Yevon. So what he meant was that we should respect some kind of great men or something like that, I figured. Ja, irgendwelchen übermenschlichen Opas, ja. Nett gesagt, Titus. Okay, dann haben wir unsere Aufwartung gemacht. Denke ich, müssen wir wieder zurück jetzt zu Wacker, dann hauen wir uns kurz aufs Ohr und dann geht es los mit der ersten Prüfung.
Das ist natürlich die erste Prüfung, von daher wird da nicht so viel passieren. Oder besser gesagt, die wird jetzt nicht so schwer sein. Die späteren Prüfungen haben es echt in sich, Leute. Da blickst du kaum noch durch, aber ich versuche es natürlich so gut wie möglich durchzuziehen. Nur für euch. Sorry, man. No time for lunch yet. Take a nap. You look pushed. Genau, knacken wir erstmal eine Runde. Na gut. You could at least go see how they are doing. We can't interfere. It's a rule. But it's been nearly. But it's been nearly. It's been nearly a day already. Perhaps you could go look for us. People are searching for him now. Thank you. Who cares whether he comes back or not? But he might die. Fine, let him. Do you hate him so? But if he dies, you'll never be able to tell him how much you hate him. Alles klar, eine kurze Rückblende. Aber genug gepennt, genau. Wacker, wo bist du? Is something wrong? The summoner hasn't returned from the trial. Eh? Well, apprentice summoner, really. Huh? There's a room in there called the Cloister of Trials. Beyond is where the apprentice summoner prays. If the prayer is heard, the apprentice becomes a fully fledged summoner. Remember? So someone is in there somewhere and they haven't come back out. Right, I got it. Er bringt's immer auf den Punkt. Days already gone by. Is it particularly dangerous in there? Sometimes, yes. Why don't you go in and help? There's already guardians in there. Besides, it's forbidden. Scheiß auf die Leitsätze. What if something happens? What if the summoner dies? The precepts must be obeyed. Like I care. Echt? Wir klären das. Wir sind schließlich der Held. Maybe. This wasn't such a good idea after all. Alles klar, Leute, da sind wir. Hallen der Prüfung. Jener, der nach mystischen Kräften sucht, wird in den Hallen der Prüfung examiniert. Wenn der rechte Weg gefunden wird, jener in die Kammer der Astra geführt. Untersuche mit zwei jene Stellen, die den Weg offenbaren. Genau. So, dazu ein kleiner Tipp noch. Man kommt durch die Prüfung so oder so irgendwie durch. Allerdings gibt es natürlich noch ein paar Items zu finden. Und da muss man in einer bestimmten Reihenfolge das machen. Sonst wird man die nie wieder kriegen. Es sind zwar jetzt nicht die dicksten Waffen oder Rüstungen oder was auch immer man da findet. Aber es ist natürlich schön, es gleich zu haben. Weil dadurch kommt man natürlich besser voran. Berühren wir mal das Symbol. Oh. Alles klar, so läuft das hier. Jetzt haben wir hier, muss ich mal kurz gucken. Was haben wir denn hier? Von hier an werden Spheroiden benötigt. Der Spheroid Insignia offenbart den Weg zur Kammer der Astra. Der Spheroid Fraktura offenbart den Weg zu verborgenen Schätzen. Ne, der ist später noch wichtig. Zudem wird ein Spheroid von Beseit benötigt. Je nachdem, wo die Prüfung abläuft, ist das immer ein anderes Spheroid. Ne? Da wir jetzt aber im Beseit sind.
gibt es auch diesen Spheroiden. Okay, jetzt haben wir erstmal den Spheroid Insignia genommen. Man kann jeweils nur einen Spheroiden auf einmal tragen. Ja, ist ein bisschen komisch. Wir haben zwar zwei Hände, aber man kann immer nur einen tragen. Aber was soll's. Genau, da setzen wir den jetzt ein und Sesam, öffne dich. Okay, den kann man natürlich aber auch wieder rausnehmen. Das machen wir auch. Und hier an der linken Wand, glaube ich, muss man den einsetzen. Und auch hier wieder, Sesam, öffne dich. So, dahinter ist der Spheroid Fraktura. Wie gesagt, der ist für Schätze und so wichtig. Den nehmen wir uns natürlich. Aber nee, den lassen wir erstmal da. Den tun wir erstmal da wieder reinstecken. Dann gehen wir nochmal ein bisschen weiter. Wie war das jetzt hier? Genau, diese Schriftzeichen hier. Schriftzeichen an der Wand berühren. Also ein bisschen Augen auf beim Vorwärtslauf. Manchmal sind die nicht ohne Grund da. Alles klar. Und hier haben wir den Spheroid von Beseit. Oder Beseit. Ich habe keine Ahnung. Ich nenne es mal einfach Beseit jetzt. So, den nehmen wir uns. Genau, genommen. So, und den müsste man hier einsetzen, soweit ich weiß. Rein damit. Und dadurch öffnet sich das. Okay, man muss einen mit Spheroiden besetzten Altar an die richtige Stelle verschieben. Ihr seht da im Hintergrund, da blinkt es schon. Da muss der denn hin. Soll der Altar in die Anfangsposition zurückkehren, muss man auf das Lichtsiegel treten, also das, was da blinkt, ne? Entweder da diesen Dingens draufkloppen oder, um das halt wieder auf Standard zurückzusetzen, einfach auf das blinkende Licht dann gehen. Okay. Jetzt holen wir uns wieder diesen anderen Spheroiden, Fraktura. Take it. Und dann meine ich, müsste man den hier einsetzen, genau. Wie gesagt, Fraktura deckt irgendwelche Schätze auf. So wie in diesem Falle. Und da ist das besagte Item, was man sonst nicht kriegen kann. Man kann auch so irgendwie durchkommen. Aber wie gesagt, wenn man es in der richtigen Reihenfolge macht, kriegt man so wie in diesem Falle eine richtig gute Waffe. Genau. So. Genau. So, und dann war's das eigentlich. Damit ist die Prüfung zu 100% bestanden. Hey, it's okay. Only summoners, apprentice summoners and their guardians can enter here. It's a tradition, very important. So what about you? Me? I'm a guardian. A guardian? Summoners go on a pilgrimage to pray at every temple in Spira. Guardians protect them. The guardian's in there now. One of them's got a short fuse, and who knows what the other's thinking. Well, now that we've come this far, might as well go all the way. Ja, ich denke, jetzt sind wir auch ein Teil dieser Leibgarde.
What are you doing here? Didn't think we'd be able to handle it. No, it's just... See, I told you she gets mad at you. Schau, sie ist ausgerastet. Ja, okay. Wer ist der da? Is the summoner all right? Who are you? Da ist sie, das Medium. Noch am Leben, das ist natürlich wunderbar, aber sie scheint wirklich nicht mehr bei vollen Kräften zu sein. Oh nein, sie stürzt. Und habt ihr ihre Augen gesehen? Die eine Augenpartie war grün, die andere blau. Das ist sehr, sehr selten, glaube ich, bei Menschen. Man, was I surprised. And here I was thinking summoners were all old geezers. Ja, wunderbar, haben wir es geschafft. Yeah. Was geht ab, Walker? Was ist hier los? What the fuck? Wait till you see this. Box die anderen einfach weg. Ready. Okay. Komm schon, zeig, was du drauf hast. Alle warten gespannt. Das ist eine sogenannte Aeon oder eine Bestia. Die wir von jetzt an jederzeit beschwören können. Und uns selbst in den härtesten Kämpfen zur Seite steht. I had never seen anything like it in my life. Sure, it was a little scary, but still. I could feel. A strange kind of gentleness coming from it. So Leute, ja, auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, die Aeons oder die Bestia umzubenennen. Wie gesagt, wegen der Geschichte halt zuliebe, würde ich sagen, lassen wir das mal einfach so. Und zwar heißt diese Bestia Falfaris oder Valvaris. Valfaris. Ich nenne es Falfaris. Recht so, ja, bitte. I remember that night we talked for the first time. I didn't know it then, but after that night, everything changed for everyone, for me. Let me introduce you to the team. This guy here wants into the tournament so bad, I let him on the team. His memory's a little fuzzy,
So don't mind him if he says anything odd. Er labert manchmal komisches Zeug, aber du, weißt du. Hi guys. Ja. So what's our goal? To do our best. Nope, we got a new goal now. Our new goal is victory. Ja, Mann. Every match, defeat every opposing team. To bring the Crystal Cup back to our island. That's all we need to do to win. Easy, ja? Sauber, Leute. You sure got the boys worked up, huh? Ja, man hat's gehört. Sauber. Aber so muss das sein. Das nennt man Kampfgeist. Stay away from the summoner. You're a bad man. Lady Yuna, be careful. But it was really my fault to begin with. Oh. I'm Yuna. Thank you so much for your help earlier. Huh? I'm sorry about that. Wasn't I not supposed to... Guess I kind of overreacted. Oh, no. I was overconfident. I saw that Aeon thing. That's amazing. Really? Klar war das außergewöhnlich. Do you think I can become High Summoner? Lady Yuna, come play with me some more. So, tomorrow then. Tomorrow? We're going on the same boat, aren't we? Oh, really? We can talk more. Huh. You can tell me all about Xanarkand. She's cute, yeah? Hmm? Hello, go. Don't get no ideas. What? No promises there, big guy. Hey, but what if she, like, comes on to me? That's not going to happen. If you get tired, let me know. I had a bed made for you. Ja, alles klar, Leute. Away from the summoner. Ja, ist ja gut, ich hab's verstanden. Ja, dann haben wir's soweit. Dann würde ich sagen, quatschen wir mit Wacker und legen wir uns aufs Ohr. Good. Sleep tight. Okay, diesmal noch eine Rückblende, aber diesmal darf ich laufen. Oh, da ist wieder Lady Yuna. Where's that boat? Everyone will find us if it doesn't come soon. You really sure this is okay? Would you take me to Xanarkand? Hey. You said you'd go with me. Oh, hey, I, Jetzt muss er sich natürlich entscheiden. He did? Ja. Ja, so you're coming with me. Verdammt, ich... You with a woman? You can't even catch a ball. Oh, what's the matter? Gonna cry again. Cry, cry. That's the only thing you're good for. I hate you. Huh? What'd you say? You have to speak loudly. I hate you! Huh? That's the spirit. You can do it. Ja, tu es. Schreien an. I hate you! He's dead, okay? Dead.
does look a lot like Chapu. I was surprised too, the first time I saw him. But no matter what he looks like, he isn't Chapu. You shouldn't have brought him here in the first place. Yeah, but he needed our help. Boah, die hat aber einen ganz schönen Balkon, du. Yeah, but... That's it. No more. Enough, Waka. Oh, die Frau scheint richtig eiskalt zu sein. Scary. Ja, Medusa in Person. Who's Chapu? My little brother. Chapu. Looked like you. He's dead? He was with the Crusaders when they fought Sin last year. He didn't make it. I first heard on the day of the tournament. Oh, so that's why. I became a guardian to fight Sin, yeah? Revenge, then? That was the idea. I'm more worried about a stupid game now than avenging my brother. Well, after the next tournament, I'll be a guardian full-time. I know it kind of looks like I'm using you, but I'm not. Don't worry. I mean, I owe you a lot. Ja, das stimmt, da hat er recht. You really help me out, you know? What I mean is... Thanks, Waka. Ja, Mann. Stop. You're embarrassing me. Ja, aber ohne Waka wären wir schon längst am Arsch gewesen, glaube ich. Ja, Leute, okay. Dann gucke ich hier mal kurz noch im Sparrow-Brett. Wir haben ja beim letzten Mal noch ordentlich Sparrowiden gefunden. Sprich, uns erkämpft durch die Monster. Das werden wir jetzt mal einsetzen hier. Zack. Zeitsperoiden. Finden wir schon mal geschickt. Zwar zu Anfang jetzt nur um eins oder so. Später werden das natürlich dickere Dinger. Und wir werden dadurch natürlich noch stärker. Aber zu Anfang bleibt uns leider nichts anderes übrig. Wir müssen das machen. So, dann machen wir das bei Waka genauso. Dragonik, ich meine, das ist für diesen anderen da gewesen. Was haben wir hier noch? Stummhieb, genau. Da würde ich sagen, gehen wir mit Waka eigentlich genau diesen Weg, den er eigentlich auch bestreiten sollte. Zack. Wunderbar. Ja, dann war es das soweit. Mal kurz speichern. Und dann haben wir damit offiziell jetzt die erste Prüfung bestanden. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.